Hallo, mein Name ist Frank Sackenheim und ihr schaut den Astrofotocast. In dieser Folge möchte ich über etwas sprechen, wo einige von euch sagen, habe ich noch nie gehört, oder andere werden sagen, ja, habe ich schon mal gehört, aber ich weiß eigentlich nicht genau, was das ist. Ein kleiner Teil wird auch genau wissen, wovon ich rede. Ja, was ist das Geheimnisvolle? Es geht um Dinge wie Indie oder Indie-Lib, es geht um K-Stars, es geht um ECOS, es geht um Stellarmate und wir werden auch nochmal über 2ACR sprechen in diesem Video. Also, dranbleiben, das wird interessant. Versprochen. Wie in der Intro gesagt, es geht heute um Dinge wie Indie, Indie-Lib, K-Stars, ECOS, es geht um Stellarmate, Astroberry und wie schon gesagt, ich werde auch nochmal über 2ACR sprechen in diesem Video. So, was hat es damit auf sich? Es geht hier darum, wie man einen Computer mit eurem Astrograffel verbinden kann. Neudeutsch sagt man Astrogear. Also mit eurem Equipment, Kameras, Montierung und hast du nicht gesehen, was es da noch alles gibt. Darum geht es in diesem Video. Und die meisten von euch, die werden wahrscheinlich zu Hause einen Computer haben, einen Mini-PC, einen Laptop, was weiß ich. Und darauf wird bei 80-90% ein Windows-Betriebssystem drauf sein. Und wenn ihr ein Windows-Betriebssystem habt und wollt Astrofotografie machen und das Ganze über euren Computer steuern, dann werdet ihr nicht an Ascom vorbeikommen. Ascom ist sozusagen die Schnittstelle, die eure Astro-Geräte mit eurer Astro-Software verbindet. Also das kann man sich vorstellen wie so ein Mittelpunkt, wie so ein Hub, sagt man auch neudeutsch. Ja, und dann kann man zum Beispiel aus, was weiß ich, MaximDL oder Astro Photography Tools oder Nina, kann man dann sagen, ich habe die und die Kamera und bitte, liebe Software, sprech mit dieser Kamera oder mit dieser Montierung. Und dazwischen sitzt halt immer Ascom und sagt, okay, ich spreche hier die Montierung an und so weiter und so fort. Habe ich aber auch schon mal vor ein paar Jahren mittlerweile ein Video drüber gemacht. Kommt man überhaupt nicht vorbei, zumindest auf Windows. Also, notwendige Sache, Ascom, wenn man irgendwie Astrofotografie vom Computer betreiben will. Wie schon gesagt, Ascom gibt es nur für Windows-Betriebssysteme. Ascom bedeutet, AS steht natürlich für Astro und COM steht für COM. Das ist ein gewisses Protokoll, mit dem halt eben diese Kommunikation mit den Geräten stattfindet. Und das gibt es nur auf Windows. Das heißt, diejenigen, die zum Beispiel einen Mac-Computer haben oder ein Linux-Betriebssystem haben, die können dann erstmal nicht weiterarbeiten. So, was ist jetzt Indie? Indie ist quasi etwas Ähnliches, ich möchte nicht sagen genau das Gleiche, aber etwas Ähnliches, aber für Linux-Betriebssysteme. Dazu muss man noch kurz sagen, dass das Mac-Betriebssystem ursprünglich auf Linux aufbaut. Also gilt für Linux und gilt für Mac gleichermaßen. Indie ist also die sogenannte Indie Library. Das ist also hier bei diesem Linux-Betriebssystem die Schnittstelle zwischen den Geräten und der Software. Allerdings funktioniert das hier ein bisschen anders. Funktioniert eben nicht über diese COM-Schnittstellen, die gibt es ja eben nur über das COM-Protokoll, das gibt es ja eben nur unter Windows, sondern es funktioniert nach einem sogenannten Server-Client-Modell. Also ähnlich wie das Internet funktioniert. Ja, es gibt Server, darauf liegen Daten, darauf liegt zum Beispiel eure Homepage und die Clients, das sind wir, die im Internet rumsurfen, die greifen auf diesen Server dann zu. Und genau so oder so ähnlich funktioniert das hier bei Indie. Indie ist also, wenn man so will, Ascom für Linux-Betriebssysteme, wobei das beide Parteien wahrscheinlich nicht gerne hören. So, funktioniert aber wie gesagt nach einem Server-Client-Modell. Das bedeutet auch, ich kann zum Beispiel einen Rechner an meinem Teleskop haben und kann dort alle Geräte verbinden und auf diesem Computer ist dann mein Indie-Server, so heißt das dann eben auch, installiert. Und dann kann ich aber mit einem anderen Computer, der natürlich irgendwie verbunden sein muss, sei es über WLAN, über ein Kabel oder wie auch immer, aus einem Programm heraus diesen Server starten und sozusagen eine Fernverbindung machen. Also, wenn man so will, eine Remote-Steuerung. So, jetzt sagt auch jeder sofort, boah, das ist doch viel cooler als dieses COM-Modell. Und tatsächlich Ascom, ich denke, die haben sich ein bisschen unter Druck gesehen. Die haben jetzt etwas Ähnliches gemacht, das sage ich nur der Vollständigkeit halber. Da soll es aber heute primär nicht drum gehen. Es gibt jetzt Ascom Alpaca und das funktioniert auch auf diesem Server-Client-Modell. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, habe ich nicht recherchiert, ob das dann eben auch auf Linux-Betriebssystemen läuft. Wer es weiß, der kann ja mal in die Kommentare schreiben. Wer es weiß.
So, wie ist Indie überhaupt bekannt geworden? Es ist ziemlich bekannt geworden durch diese kleinen Teile hier, diese Platine. Das ist ein sogenannter Raspberry Pi. Und ein Raspberry Pi ist nichts anderes wie ein wirklich ganz kleiner Computer. Also das hier, diese kleine Platine, ist im Prinzip ein vollständiger Computer mit USB-Schnittstellen. Die Festplatte ist nur so eine SD-Karte. Es gibt hier einen HDMI-Ausgang, es gibt einen Audio-Ausgang. Also hier ist ein kleines eigenes Linux-Betriebssystem drauf, extra für diese sogenannten Raspberry Pis. Und damit kann man alle möglichen Sachen machen, die man auch mit einem, ich sag mal, großen Computer machen kann, außer jetzt aufwendige Dinge wie zum Beispiel Videoschnitt oder ja, Bildbearbeitung würde ich nicht unbedingt auf so einem Raspberry Pi machen. Aber Astrogear steuern kann man damit auf jeden Fall. Und jetzt sind Leute hingegangen und haben dann gesagt, okay, wir nehmen Indie als Protokoll, weil hier ist ja ein Linux-Betriebssystem drauf, und bauen Software drumherum und können dann unser Astrogear mit so einem kleinen Computer hier steuern. Diese kleine Platine, die kommt dann hier, ich habe mal so ein billiges Gehäuse dafür, in so ein kleines Gehäuse rein, habe ich jetzt nicht zusammengebaut. Und dann habt ihr einen Mini-Computer auf eurem Teleskop drauf und könnt damit eure komplette Ausrüstung steuern, von der Kamera, Montierung, Rotator, Filterrad, was weiß ich. So, jetzt muss man dazu sagen, als diese Raspberry Pi-Dinger rauskamen, die waren ja natürlich nicht dazu entwickelt worden, um jetzt irgendwie Teleskope zu steuern, sondern damit wollte man eigentlich vor allen Dingen Jugendliche ansprechen oder junge Menschen ansprechen, mit Computern oder den Umgang mit Computern zu lernen. Das heißt, diese Dinger waren zumindest früher saubillig, ich weiß gar nicht, die haben in der Größenordnung 30, 40 Euro gekostet. Gut, man braucht dann immer noch ein bisschen Zubehör, dann landet man doch schnell bei einem Preis, aber sagen wir mal unter 100 Euro. Ich weiß nicht aktuell, was die kosten. Ich habe meinen vor einigen Jahren schon gekostet. Da habe ich so mit allem Pipapo, mit einer SD-Karte und einem Netzgerät und so weiter, glaube ich, 70, 80 Euro bezahlt. Also eine kostengünstige Möglichkeit, um ja an einen Steuercomputer für euer Teleskop zu kommen. So, ich habe schon gesagt, es gibt dann für diese Indie Library, also für diese Schnittstelle zwischen Hardware und Software, verschiedene sogenannte Clients. Das sind also die Programme, die sich dann dieser Indie Library bedienen und sagen, wir steuern jetzt aus der Software heraus, steuern wir dein Astrogear. Da gibt es zum Beispiel ein Programm, das nennt sich K-Stars. Und K-Stars ist ein Planetariumsprogramm, ähnlich wie Carte du Ciel oder Stellarium. Ja, es ist ein vollwertiges Planetariumsprogramm und damit könnt ihr dann eben auch Go-Tos machen, könnt verschiedene Objekte auswählen innerhalb des Planetariumsprogramms und könnt sagen, hier bitte fahr mal zu M33, was weiß ich. Zweiter bekannter Client ist das Programm ECOS. Und das ist eine komplette Suite, um Astrofotos zu machen. Könnt ihr also vergleichen, ich weiß ja nicht, was ihr nutzt, aber zum Beispiel die Software Nina oder Astrophotography Tool oder Sequence Generator Pro und ECOS, ich sag mal, einfach gesagt, kann alles das, was dieses Programm auch kann, aber ja eben auf Linux-Computern und sogar auf so einem mini-kleinen und günstigen Raspberry Pi. So, dann ist mal jemand hingegangen und hat gesagt, ich packe das jetzt alles sozusagen in ein Paket rein und biete das an. Also dann gibt es ein Betriebssystem, da muss man dazu sagen, bei Linux-Betriebssystemen ist es üblich, dass sozusagen jeder kann sein eigenes Betriebssystem machen. Also ich kann diese Linux-Basis nehmen und kann dann sagen, ich hätte es aber gern so und so. Und dann brenne ich das. Ich rede jetzt ganz einfach gesagt, die Leute, die sich mit Linux auskennen, denen werden die Haare zu Berge stehen. Aber ich kann das dann irgendwie ja auf eine SD-Karte flashen, so sagt man das, oder brennen. Und dann kann ich das verteilen. Das ist meistens auch, oder ist ja in den meisten Fällen eigentlich immer kostenfrei. Und kann sagen, hier könnt ihr jetzt mein Linux, das Frank Sackenheim Linux, könnt ihr jetzt benutzen. Da gibt es ganz Unterschiede. Da gibt es Ubuntu, Fedora, ich weiß es, ich komme nicht drauf, habe mich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber so richtig gut kenne ich mich da jetzt auch nicht mit aus. Also, hat jemand ein Betriebssystem, ein Linux-Betriebssystem extra für den Raspberry Pi geschrieben und da schon alles reingepackt, was das Astro-Herz begehrt? Also, da war dann K-Stars, das Planetariumsprogramm drin, da war ECOS, die Aufnahmesuite drin, da war PHD-Guiding drin, was nämlich auch auf Linux funktioniert. Und noch diverse andere Sachen. Und dann konnte man das ja irgendwie starten und konnte damit loslegen. Das Ganze gibt's unter dem Begriff, unter der Brand, unter dem,
unter der Marke, dem Brand Stellamate. Und dann gibt es das Ganze auch noch, also kurz noch ergänzend, kostet 50 Euro nur das Betriebssystem. Ihr könnt euch dann selber so ein Raspberry Pi kaufen, das auf die SD-Karte flashen und dann könnt ihr das laufen lassen. Ihr könnt aber auch den Stellamate als Hardware kaufen. Das war früher nichts anderes wie solch ein Raspberry Pi. Und dann gab es das fertig, alles zu kaufen. Ich weiß nicht, was das damals gekostet hat. Es gibt noch eine Alternative, die ist noch günstiger und die heißt eben Astroberry. Das könnt ihr euch, glaube ich, gratis runterladen und dann auch, wie gesagt, auf so eine SD-Karte drauf flashen. Damit habe ich mich 2019 mal ein bisschen auseinandergesetzt, habe dann aber irgendwie das wieder verworfen. So, mittlerweile ist dieses Projekt ein bisschen gewachsen. Es gibt das mittlerweile auch für Mini-PCs, denn in der Zwischenzeit sind Mini-PCs sehr beliebt geworden und haben zum größten Teil eigentlich diese kleinen Raspberry Pis abgelöst, weil die ja auch winzig klein sind, aber leistungsfähiger als so ein Raspberry Pi. Und auch dafür gibt es Stellamate OS, also OS steht für Operating System, Betriebssystem. Und das kann man auch mittlerweile fertig kaufen, also ein Mini-PC mit Stellamate schon fertig installiert. Ja, das ist so der Stand der Dinge und es gibt noch was Neues, das muss ich kurz auspacken. Das ist nämlich hier drin und das ist der Stellamate Pro und das ist ein richtig schickes Teil. Ich guck mal, ob ich das hier gezeigt bekomme. Das sieht so aus, wow, shiny. Und das ist ein richtiger, hier steht es auch, ein richtiger Astro-Computer inklusive Stromversorgung. Das ist alles super hier gemacht. Stromversorgung, also ich sag mal ähnlich wie ein 2ACR, aber ja, macht einen viel solideren Eindruck noch. Hier 4 USB, was ist das, 3.0 Schnittstellen, 2 USB 2 Schnittstellen, HDMI-Anschluss, Netzwerkanschluss. Hier gibt es so schöne Antennchen für WLAN und es hat ein eingebautes GPS, das heißt irgendwie, es weiß sofort, wenn ihr es anschaltet, wo es ist. Ja, dieses Ding habe ich zum Testen von der Firma Icarus Technologies bekommen und Icarus Technologies, das ist ein Ein-Mann-Unternehmen aus Kuwait und der hat dieses ganze Projekt überhaupt erst ins Rollen gebracht mit Stellamate und ich bin sehr gespannt. Ich konnte es leider hier noch nicht testen, aber ich fliege nächste Woche nach Namibia. Da werde ich es mitnehmen und hoffentlich ausführlich testen können und euch dann vorstellen. Jetzt wisst ihr, was kommt, oder? Also, Kanal abonnieren, denn das wollt ihr nicht verpassen. Vielleicht geht auch alles in die Hose, vielleicht funktioniert das ja auch nicht. Das wollt ihr dann auch nicht verpassen, denn dann habe ich noch meinen 2ACR mit und dann packe ich den aus und da weiß ich, der funktioniert. Knickknack. So, jetzt fragt ihr euch, wenn das alles so toll ist, warum habe ich da noch nie von gehört oder warum habe ich davon gehört, aber warum benutze ich das nicht? Also, so wie ich das beobachte, wie gesagt, ich habe mich 2019 mit dem Thema zum ersten Mal auseinandergesetzt und dann habe ich es wieder verworfen. So wie ich das beobachte, ist es eher eine kleine Minderheit in der Astro-Community, die irgendwie Indie nutzen, die K-Stars und Stellamate und irgendwie diese verwandten Produkte nutzt, sagen wir mal so 5-10% der Leute vielleicht. Wenn man mal ChatGPT befragt danach, dann sagt ChatGPT auch unter anderem, das ist verbreitet oder beliebt unter Leuten, die ohnehin einen IT-Background haben, also Leute, die eh sehr computeraffin sind, die vielleicht einen Job sogar mit Programmierung und Computern arbeiten. Und diese Erfahrung kann ich durchaus teilen, also das hat sich, da hat ChatGPT nicht fantasiert. K-Stars und Ecos, das steht auch immer so ein bisschen im Ruf, nicht sehr stabil zu sein. Häufig hat man mit Abstürzen zu tun und bei Ecos ist es zumindest so, also bei der Astrofotografie-Software, dass aus meiner Sicht, das ist jetzt persönliche Meinung, die Bedienoberfläche sehr unübersichtlich ist. Sie ist auch komplex. Das ist zwar bei anderen Programmen wie Nina auch so, das ist auch ein komplexes Programm, aber ja, es gibt irgendwie, es ist irgendwie schicker, zum Beispiel Nina ein bisschen. Und ich glaube, das spielt eben auch eine Rolle. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ein Ding ist interessant und das ist eben 2ACR. Denn kurz nachdem sozusagen Stellamate rauskam, also dieser kleine Astro-Computer basierend auf dem Raspberry Pi, kam ZWO mit 2ACR um die Ecke. Und das hat man sich angesehen, das Gehäuse und zumindest damals war völlig klar, ohne das jetzt aufgeschraubt zu haben, da ist genau hier so ein Raspberry Pi, das ist das Modell 3,
drin, ja, vor einigen Jahren, sage ich mal, als der erste 2ACR rauskam. Und damit war auch klar, die nutzen Indie, um die Geräte anzusprechen. Und das ist jetzt ein sehr interessantes Thema, nämlich auf der Seite von Indie oder Ecos oder wie auch immer man das nennen soll, da sind die ganzen Clients, also die Programme, die Indie nutzen, aufgeführt. Und da steht auch 2ACR dabei. Und da steht aber auch dabei, dass es vermutlich ja, die Rechte verletzt, denn das ist alles Open-Source-Software. Und da gibt es, ich sag mal, gewisse Lizenzen, an die man sich halten muss. Und was man nicht so einfach machen darf, ist, dass man so eine Lizenz nimmt und dann ein kommerzielles Produkt daraus macht und nicht deklariert, dass es eigentlich ein Open-Source-Projekt ist. Und noch schlimmer, einige Kritiker sagen, und da gehöre ich übrigens auch dazu, dass 2ACR hingeht und bewusst diese ganzen Möglichkeiten, dass man also alles an Standard-Astrogear damit verbinden kann, dass das irgendwie sozusagen ausgeixt wird und man nur zum Beispiel Kameras von jetzt, ich weiß, die Fanboys werden jetzt sagen, das stimmt doch gar nicht, man kann ja auch DSLRs damit steuern, ja. Aber Astro-Kameras kann man mit 2ACR, kann man nur die 2 Kameras steuern, Nachführkameras auch. Montierungen gehen auch ein paar andere und natürlich gehen DSLRs und DSLMs. Ja, ich weiß es. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn, darüber muss ich nochmal sprechen. Aber wenn ihr ein 2ACR benutzt, dann werdet ihr, ja, vielleicht ohne es zu wissen, Indie benutzen. Jetzt kommt mein Flehen, mein Bitten, warum geht nicht mal einer hin und macht 2ACR Konkurrenz? Es gibt das alles, es gibt Indie, es gibt Ecos. Ihr könnt es einfach nehmen und ihr müsst im Prinzip nur eine App dazu schreiben, mit der man das Ganze steuern kann. Ja, ich bin sehr gespannt, wie gesagt, auf den Stellar Mate Pro, denn dort gibt es eine neue App. Die sieht sehr schick aus und die gefällt mir sehr gut von der Oberfläche. Und da bin ich, wie gesagt, sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass das alles ohne Abstürze und ohne große Probleme funktioniert. Und dann hätten wir wirklich einen ernstzunehmenden Konkurrenten. Stellar Mate macht auch gerade noch andere interessante Produkte, nämlich Ecos Live heißt das. Das ist eine Web-Oberfläche, also man kann in einem Internetbrowser dann quasi eine Software aufrufen und kann damit seinen Astro-Computer steuern, auf dem natürlich Stellar Mate oder Ecos installiert sein muss. Das finde ich auch ganz interessant. Das könnte so ja, zukunftsweisend sein vielleicht. Was gibt es noch Neues? Dann haben sie jetzt mit KI experimentiert. Also das finde ich auch interessant. Ich weiß nicht, wie weit sie da sind, aber das Ganze nennt sich Stellar, also wieder weibliche Vorname. Und da kann man zum Beispiel, ja, was weiß ich, eintippen, fotografiere M42, macht 300 Sekunden Belichtungszeit, davon 12 Aufnahmen mit einem Luminanzfilter oder irgendwie sowas. Und diese KI wandelt das um in ein, ich sag mal, Skript oder in Befehle für die Ecos-Software. Und dann ja, rennt das Teleskop und die Kamera los und macht eben diese Aufnahme. Also ohne, dass man selber irgendwie da in einer Oberfläche jetzt irgendwie eintippen muss, so und so viele Belichtungen, was weiß ich. Also auch interessant, ob das jetzt die große Zukunft ist. Ich weiß es noch nicht, aber ja, so weit sind wir mittlerweile. Also spannendes Thema. Es hängt bei mir jetzt so ein bisschen davon ab, wie ich hier mit diesem Stellar Mate Pro zurande komme. Ich habe, wie gesagt, die Hoffnung, dass das toll funktioniert und rein äußerlich habe ich das schon ins Herz geschlossen. Ja, es macht einen unglaublich soliden und wertigen Eindruck und das gefällt mir ehrlich gesagt immer gut. Nehme ich, wie gesagt, jetzt mit nach Namibia. Also bleibt dran, wenn ihr nichts mehr davon hört, dann hat es nicht gut geklappt. Ansonsten werden bestimmt noch ein paar mehr Videos zu dem Thema in Zukunft kommen. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. Ihr dürft mir jetzt einen schönen Astro-Urlaub wünschen. Wir sehen uns danach wieder. Bis dann. Ciao.